Wir begrüßen Sie aus Madrid, aus dem Estadio Santiago Bernabéu. Liebe Zuschauer, willkommen zu dieser Partie. Mein Name ist Wolf Fuß. Gemeinsam mit dem Kollegen Frank Buschmann darf ich dieses Spiel für Sie kommentieren. Und auf dem Programm steht heute das Rückspiel des Halbfinals. Real Madrid gegen Chelsea. Die Vorteile liegen natürlich leicht bei den Gastgebern. Sieg im Hinspiel, aber es war knapp. Da darfst du dich nicht ausruhen. Hier kann viel passieren. Ich glaube, hier wird auch viel passieren. Eine Partie, in der eine Menge drinsteckt. Halbfinale der UEFA Champions League. Es geht los. Und jetzt sind wir alle mal gespannt, wer hier die ersten Akzente setzt. Oh, da geht er vorbei. Er lupft den Ball kurz an und springt über die Grätsche. Super gemacht. Sie können klären. Und das gibt Vorteil für Real. Casemiro. Toni Kroos. Gute Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. In die Ecke kommt. Da passt der Torhüter auf bei diesem Eckball. Jorginho. Nee, der Ball ist erstmal weg. Es gibt den Elfmeter. Das war ein klares Handspiel. Ecke kommt ins Zentrum. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Jetzt können sie den Konter ansetzen. Schön dazwischen gegangen. Oh, das Spiel geht weiter. Vorteil hier für Real. Real Madrid im Vorwärtsgang jetzt. Benzema an die Latte. Das ist die Chance. Unglaubliche Parade. Kurze Ecke. Die Flanke von Modric. Gute Flanke. Silva ist zur Stelle. Toni Kroos. Casemiro. Ball wird abgeblockt. Jetzt ist die Kugel weg. Benzema. Tolle Parade und so geht der Ball knapp über die Latte. Müsste Ecke geben und die gibt's auch. Die kurze Variante. Keine gute Flanke, einfach zu halten. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Vielleicht machen sie was aus diesem Konter. Courtois ist da, super aufgepasst. Ganz klar, Lukaku will den Ball. Da verlieren sie den Ball. Gute Aktion, Ball ist raus. Kanté geht dazwischen. Da gibt der Schiedsrichter Vorteil für Chelsea. Ah, da sehen wir es wieder. Kraft ist nicht immer die beste Wahl. Hast du recht, da wäre mehr drin gewesen. Und jetzt ist das Spiel hier doch unterbrochen und für das Foul von vorhin gibt es Gelb. Gut vom Schiedsrichter, da hat er zunächst ganz richtig den Vorteil abgewartet. Und Kroos. Toni Kroos am Ball. Modric. Marco Asensio. Jetzt können sie gleich den Ball einwerfen.
Er holt sich vorne den Ball. Groß. Chance für Benzema. Da ist er mit dem Block zur Stelle. Ballverlust von Chelsea. Die Chance. Kurze Distanz, kein Tor. Vielleicht war dieser harte Schuss die falsche Entscheidung. Sehe ich auch so, wenn der Platzierter kommt, dann wird es gefährlich. Frühe Stören gegen Conte. Lukaku. Christian Pulisic. Chance für Kanté. 1-0 durch Kanté. Klar, dass er das Tor macht, war fast abzusehen, weil er halt so wichtig ist. Und wenn der dabei ist, dann läuft es in der Regel einfach gut für sie. Tolles Tor, kann ich nicht anders sagen. Eine unglaubliche Wucht hinter diesem Ball. Aber das Ding ist nicht zu parieren, das kannst du nicht halten. Bei einem Stand von 2-1 geht es hier noch weiter. Oh, toller Pass, gute Aktion. Casemiro. Oh, da geht er vorbei. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Jetzt der Eckball. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Szene geht weiter nach diesem Block. Da war er deutlich im Abseits. Da ging die Fahne zu Recht hoch. Das frühe Pressing jetzt. Ballgewinn, gefährliche Position. Der Ball kommt nicht durch, abgeblockt. Zur Pause steht es 1-0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Eine spannende Partie, wie ich finde, Puschi. Ihr habt mal schon das Gefühl, dass jedes Tor entscheidend sein könnte. Ja. Jetzt geht's hier weiter. Chelsea im Ballbesitz. Lukaku mit dem Tor. Kurze Distanz, da steht er goldrichtig und das ist dann kein Problem. Es steht jetzt hier 2-2. Wir machen weiter. Und klasse durchgesetzt. Und da gibt der Freistoß für Real. Gut vom Schiedsrichter. Er ermahnt den Spieler, anstatt gleich die Karte zu zeigen. Und wir sehen, Kommunikation ist wichtig auf dem Platz. Der Spieler weiß jetzt ganz genau, dass er aufpassen muss. Da kommt der Versuch. Super gemacht vom Torhüter. Er holt sich den Freistoß. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Casemiro. Vorne jetzt die Balleroberung. Asensio. Das macht er sehr gut. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Könnte was werden. Und den Ball hat er. Ja, das dürfte ihm jetzt mal gut tun, denn die Leistung bisher war nicht wirklich gut. Guter Ball aus der Distanz, aber auch eine klasse Parade. Und das sind die Schüsse, wo Torhüter zeigen können, was sie wirklich drauf haben. Nicht schlecht, diese Gelegenheit, aber auch gut gehalten. Der Ball war lange unterwegs, gut pariert. Gute Kopfballchance, aber wenn die Abwehr so dran ist, wenn sie so zumacht,
dann kommt da nichts mehr rum. Ganz klar, das haben sie gut verteidigt, da war kaum mehr rauszuholen. Ball bei Benzema. Verloren und die. Benzema mit der Chance. Da zeigt er, dass er ein echter Rückhalt ist für diese Mannschaft. Entschärft diese gute Chance per Hechtsprung, Buschi. Klasse Aktion, alles richtig gemacht. Zehnten Applaus. Jetzt kommt hier der Wechsel. Er stand gut und beim Freistoß wegen Handspiel. Und nun Alaba. Modric am Ball. Da ist Benzema. Schön, wie sie da ihr Passspiel aufziehen. Real Madrid im Vorwärtsgang jetzt. Aber jetzt ist der Ball weg. Da machen sie nichts aus dieser Szene. Gehalten. Und das war ein richtig schwieriger Ball. Also ich glaube, den haben ehrlich gesagt alle hier schon im Tor gesehen. Super Reflex. Flagge kommt von Modric. Ball draußen, gibt Ecke. Ecke kommt rein. Nach der Ecke geklärt von Azpilicueta. Toni Kroos. Da ist Mondi. Er hält heute alles. Und das gibt natürlich auch den Vorderleuten nochmal zusätzliche Sicherheit. Sie wissen nämlich, dass sie sich auf ihn verlassen können. Weiter geht es mit einem Einwurf. Ja, sehr dribbelstark, macht das richtig gut. Da kommt die Flanke. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Benzema jetzt am Ball. Real kommt nochmal. Vielleicht die letzte Gelegenheit, das Spiel doch noch zu entscheiden. Er hat den Ball gehalten, aber Szene geht weiter. Der Kopfball ist drin! Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Die erste Chance noch klasse pariert, aber dann die nächste Chance und die wird genutzt. So, in Addition heißt der Spielstand nun also 3:2. Regulär sind es noch 7 Minuten. Und Lukaku. Kanté. Das ist die Chance. Beide gefährlich. Gehalten, kein Tor. Ja, da wäre der Ausgleich fast gefallen, aber der Torwart hat das dagegen. Was für ein Reflex. Es wird jetzt hier gewechselt. Oh, der war knapp. Klasse Kopfball, geht aber knapp drüber, da hat nicht viel gefehlt. Schwacher Zweikampf. Glanzparade gehalten. Ecke für Chelsea. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Ah, das ist natürlich nachlässig, abseits. War vermeidbar, völlig klar. Zunächst ist das abseits, dann sortieren sie sich neu und dann kommt doch dieser schwache Pass, Wolf. Ja, das war zu wenig. David Alaba am Ball. Das Spiel ist aus und damit ist Real Madrid im Finale. Ja, heute also die Niederlage, aber das können sie verschmerzen. Das Finale ist erreicht. Ein Traum ist wahr geworden für diese Spieler. Und wir sehen den Jubel. Sie freuen sich trotz des heutigen Ergebnisses.
Halbfinale der UEFA Champions League. Es geht los. Und jetzt sind wir alle mal gespannt, wer hier die ersten Akzente sind. Gehalten! Klasse, da hat er geahnt, wo der Ball hingeht. Unglaubliche Parade. Benzema. Tolle Parade und so geht der Ball knapp über die Latte. Müsste Ecke geben und die gibt's auch. Kanté geht dazwischen. Da gibt der Schiedsrichter Vorteil für Chelsea. Ah, da sehen wir es wieder. Kraft ist nicht immer die beste Wahl. Christian Pulisic. Chance für Kanté. 1-0 durch Kanté. Klar, dass er das Tor macht, war fast abzusehen, weil er halt so wichtig ist. Lukaku mit dem Tor. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Könnte was werden. Und den Ball hat er. Ja, das dürfte ihm jetzt mal gut tun, denn die Leistung bisher war nicht wirklich gut. Gute Kopfballchance, aber wenn die Abwehr so dran ist, wenn sie so zumacht, dann kommt halt nichts mehr rum. Verloren Mondi. Benzema mit der Chance. Gehalten und das war ein richtig schwieriger Ball. Also ich glaube, den haben ehrlich gesagt alle hier schon im Tor gesehen. Super Reflex. Er hat den Ball gehalten, aber Szene geht weiter. Der Kopfball ist drin. Das ist die Chance. Gehalten, kein Tor. Ja, da wäre der Ausgleich fast gefallen, aber der Torwart hat was dagegen. Was für ein Reflex. Es wird jetzt hier gewechselt. Oh, der war knapp. Klasse Kopfball, geht aber knapp drüber, da hat nicht viel gefehlt. Glanzparade, gehalten.